Wir müssten hier dann auch langsam mal mehr Kaufleute angehen. Das wäre schon eine sinnvolle Sache, glaube ich. Also idealerweise gehen wir schon mal irgendwie auf 700 Kaufleute hoch langsam. Also brauchen wir nicht dringend, aber... Müssen mal gucken, wir haben auch gar nicht mehr so viel Reichweite, ne? Du wärst eventuell noch eine Option. Wir müssten ein zweites Rathaus bauen, aber das war ja vorher letztendlich schon klar, dass wir das müssen. Ja gut, aber wenn wir ein zweites Rathaus bauen, dann ist doch eigentlich alles fein, oder? Müssen dann nur mit dem Waschhaus mal gucken, was das für einen Radius hat, also das Badehaus. Das könnte halt uncool werden. Ich würde nochmal ein Rathaus bauen. Genug Bienenwaben sollten wir haben. Das ist einfach... Nee, dahin ist halt blöd. Ist denn tatsächlich mal... Irgendwie so wäre halt fast gut. Aber auch nur fast. So ist, glaube ich, bald am sinnigsten. So richtig geil ist das alles noch nicht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, Zisterne verbraucht halt mal nichts weiter. Also Zisterne können wir halt einfach für lau irgendwo hinpflanzen. Wo ist das Ding denn? So. Zisterne dahin. Ich überlege gerade wirklich, ob wir weiter in die Richtung bauen. Und hier halt ein bisschen was wegreißen und aufräumen. Dann können wir nämlich die Fläche auch noch ganz gut benutzen. Der Jahrmarkt bietet halt Gemeinschaft. Kiek mal, wenn wir jetzt die beiden Häuser da oben wegreißen. Dann irgendwie schon mal hier hinbauen. So, dann haben die auf jeden Fall Gemeinschaft. So, und dann können wir vor allem das Ding auch wegreißen, ne? Absolut. So. Ihr braucht dann nur demnächst... Ah, guck mal, die Schule geht auch noch bis dahin. Die Schule verbraucht aber auch Kreide. Wie viel Kreide haben wir? Okay, Kreide ist so plus minus null. Aber können wir einen Kreidemacher hier noch hinpacken? Könnten wir. Du brauchst 0,5 Stein pro Minute. Das ist eine Menge. Nee, es ist... Also für einen Findlingssammler ist das nicht viel. Aber für einen... Ach, gosh damn it, dass er dieses Symbol hat, ne? Also, boah, das ist halt eine Menge Steinmetze. Schwierig. Also ja, mit den dreien, die auf 200% laufen, haben wir das. Dürfen wir halt nur keinen weiteren Stein mehr verbrauchen. Ah, läuft schon, oder? Lass hier nochmal irgendwo einen Kreidemacher hinpacken. Du brauchst nur mal... Kannst mal dahin. Und dann können wir doch ganz elegant irgendwie hier noch eine Schule hinpacken. Das sehe ich so ein bisschen. Eventuell müssen wir die Gebäude hier dann nochmal irgendwie ein bisschen umziehen. Der Jahrmarkt braucht gar nichts, ne? Das ist natürlich fein.
Aber wir können nur einen Jahrmarkt pro Insel bauen? Ist es das? Ja, okay. Ich würde den. Ich meine, die sind. Ach nee, das ist der Medikus. Ja, aber guck mal, die sind doch auch alle so mit Gemeinschaft versorgt. Also bis zu der Reihe hier. Irgendwie, die sind doch hier alle mit drin. Also du da oben halt nicht, aber. Doch, du da oben auch irgendwie. Durch wen hast du denn Gemeinschaft? Ah, durch den noch, okay. Ja, aber ganz ehrlich, da baue ich halt lieber noch eine Taverne. Bau den mal irgendwie hier hin. So, Tavernen bitte. Das deckt da eine Menge ab. Das deckt das ab. That's fine. Okay. Nicht schön, aber hier oben kann ja vielleicht auch noch ein bisschen was weg. Dann können wir da noch was wegreißen und müssen wir mal gucken. So, was braucht ihr denn überhaupt alles an Gebäuden? Ihr bräuchtet dann noch einen Medikus. Das ist halt so die Krux an der Sache. Aber der Medikus hier nimmt ja auf jeden Fall die 5 noch mit. So, und dann würde ich hier jetzt nämlich einfach mal in die Großoffensive gehen. Die müssen erstmal einziehen, das ist okay. Aber dann würde ich halt den ganzen Batzen hier aufwerten. Das sind ja dann auch nochmal irgendwie 250 weitere schon. Die können wir dann auch alle aufwerten, ne? Guck mal, den können wir noch aufwerten, den können wir dann noch aufwerten. Nein, obwohl. Ist irgendwer mit irgendwas nicht versorgt? Nö, das sieht eigentlich alles gut aus. Ah, da geht schon noch was. Achso, ihr zieht erst einen, okay. Ich habe dich aufwerten und dich aufwerten. Ich finde, das sieht erstmal alles gut aus. Krankenhaus wäre dann irgendwann mal eine Option, ne? Das kriegen wir auch irgendwann. Ah, hier. Müsste ich mal forschen. Kann ich das? Oh, verbraucht halt 2 Lebertran pro Minute, ne? Wobei du verbrauchst, also, Naja, nee, so viel produzieren wir halt gerade einfach nicht. So viel produzieren wir gerade einfach nicht. Dann müssten wir noch mehr importieren. Was wir dann halt auch easy machen können von irgendeiner anderen Insel, weil Lebertran brauchte, glaube ich, nur Fisch, ne? Ah, und Kohle. Aber nicht viel. Da können wir. Ah, hier produzieren wir schon Tran in der Tat, ne? Ja, aber guck mal, das könnten wir hier halt total auch noch machen. Ein paar Reusen. Und gib ihm. Also das würde schon gehen. Dann können wir vielleicht dann noch ein Krankenhaus hinbauen. Das wäre auch schon fein. So, und dann werde ich irgendwie feststellen, dass wir. Bist du mit Spaß versorgt? Ja, bist du. Okay, perfekt. Ich würde jetzt in dem Radius die einfach komplett aufwerten, ne? Also ich sehe da kein Problem im Moment. Außer vielleicht mit der Versorgung dann, aber da müssen wir gucken. Wenn dann irgendwas fehlt, dann müssen wir halt nacharbeiten. Dann müssen wir im Zweifelsfall halt nacharbeiten. Wie viele haben wir denn jetzt? 450, okay. 500. 600. 675. Ja, und der dürfte auch alles haben, oder? Der sollte schon happy-schnappy sein. Der Medikus.
Ja, gerade so, okay. Dann sollte das eigentlich passen. Gott, die werden halt einfach so viel rauchen und saufen. Das wird halt richtig unschön. Gucken wir mal, was dann gleich alles leer geht. Luxus ist... Oh, warte mal. Rathaus. Oh, Rathaus. Oh, wir haben aber auch im Moment nur eins, richtig? Habe ich ein zweites gebaut? Habe ich nicht. Ah, das ist jetzt halt ein Problem. Rathaus ist halt Arsch. Okay, aber der Brunnen kann weg. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir für drei Rathäuser genügend Bienenwachs rankriegen. Andererseits brauchen wir definitiv den... Oh, wirklich? Nee, das passt. Okay, der Brunnen kann halt weg. Und du bist durch ein Rathaus abgedeckt, ne? Ejo. Da müssen wir im Zweifelsfall noch ein bisschen basteln. Du dahin. Eventuell müssen die drei Häuser hier oben wieder weg. Müssen wir mal gucken. Ich gerade mal wegreißen. Und du, da bist auch nicht abgedeckt. Okay, das ist halt ungeil. Von 22. Okay, das ist jetzt aber das eine, was da nicht abgedeckt ist, ne? Okay. Ugh. Die können wir tatsächlich aufwerten, oder? Na nee, da reicht der Medikus nicht hin. Fuck. So, jetzt haben wir 24 von 24 abgedeckt, das sind immerhin 600. Damit haben wir dann den ganzen Schmodder freigeschaltet, okay. Nun. Lass mal gerade gucken, wie viel Bienenkotze wir produzieren. Wo ist denn das? Hier. Wir produzieren tatsächlich 3 pro Minute. Aber wir verbrauchen auch irgendwo welches, ne? Was verbraucht denn Bienenwachs? Die Dinger verbrauchen... Ah, die verbrauchen tatsächlich nur 0,5? Warte, haben die... Ah, dann ist ja easy. Ich dachte, die verbrauchen 1 pro Minute. Okay, hatte ich mir falsch gemerkt. Wir verbrauchen aber auch irgendwo noch Wachs. Was? Die Dinger brauchen nämlich Wachs, ne? Davon haben wir... Oh, die verbrauchen schon 2,5 pro Minute? Ew. Ew. Okay, wir brauchen mehr Bienen. Aber wir haben keine Wachsinsel. Wir können uns im Moment nicht mal ein zweites Rathaus dauerhaft leisten. Das ist nicht geil. Sei ich ganz ehrlich. Ich will gar nicht unbedingt das Bestechungslimit erhöhen. Ich würde Bestechen gern günstiger machen. Das wäre toll. Krankenhaus erforschen.
easy. Und dafür können wir die beiden wegreißen. Wenn ich dann den richtigen Button drücke. So, weil du verbrauchst halt genauso viel und deckst halt einfach wunderbar alles ab. Und dann können wir safe auf jeden Fall da noch ein Gebäude hinsetzen. Wir sollten die beiden aufwerten können noch. Oh Gott, es ist alles krampfig. Aber ja, mit Wachs müssen wir uns was überlegen. Dass wir für die Pfeifen oder beziehungsweise für den Tabak so viel verbrauchen, ist halt ungeil. 2,5 pro Minute ist halt echt heavy. Dann haben wir halt wirklich nur 0,5 über für ein Rathaus, ne? Alter, wir müssen mit der Tabakveredelung halt erst nochmal warten. Aber die Tabakveredelung ist, glaube ich, schon das, was wir... Ich glaube, damit produzieren wir dann 5 pro Minute. Genau. Ja, und das deckt dann auch schon die 700 Kaufleute ab. Nur die Rathäuser halt nicht. Damn, Alter, wir... Okay. Können wir... Also dann ist es halt bald sinniger. Wofür brauchen wir die ganze Wolle? Wir machen hier Hüte, ne? Hm. Haben wir hier Wolle übrig? Exportieren wir Wolle? Die Antwort ist nein. Gosh dang it. Oh, das ist alles uncool. Ich überlege halt, ob wir Schaffarmen wegreißen können. Wir haben... 11 Farmen, die produzieren 3,75 Wolle pro Minute. Und ihr braucht aber nur 2,5. Also könnten wir halt 5 Schaffarmen wegreißen, theoretisch. Also 5 Schaffarmen sind dir doch gerade richtig unnütz, oder? Wenn wir hier 2,5 brauchen und ja auch nichts exportieren und aber 3,75, ne Moment, 2,75 haben wir und theoretisch ist wahrscheinlich, sind da 2,5 mit bei und das ist genau auf Kante genäht, dass es passt, ja okay. Wir können hier nichts wegreißen. Shit. Eine 18er oder eine 16er Insel? 18er, natürlich eine 18er. Ja, wir bräuchten die Insel in Größe. Wobei Rathaus ist ja Luxusbedürfnis. Also wenn hier der Honig alle geht, ist das erstmal nicht so wild. Die ziehen dann nicht wieder aus. Kann ich mitarbeiten. So, wir brauchen jetzt noch 4 Butzen, die wir aufwerten können. 3 davon habe ich. Was ist mit dir? Nein? Ja? Okay, Spaß kriegst du daher. Einen Brunnen würde ich dir spenden. Wasser kriegst du auch. Spaß kriegst du... Da, okay, ja doch, easy. Könnte ich auch aufwerten, oder? Ja, das geht. Ja, und dich als Helfer auch. Achso, warte mal, wir müssen gucken, wo die Rathäuser dran sind. Okay, also die drei hier unten können wir auf jeden Fall noch machen. Reicht
das dann? Nee, reicht noch nicht. Eins fehlt. Ach so. Hier oben, das hatte ich übersehen. Okay, dann passt es tatsächlich. Wow, ist das scheiße gebaut, ey. Das will ich irgendwann, glaube ich, nochmal hübscher machen. Keine Ahnung, wann und wie, aber gucken wir mal. Ich meine, wir haben jetzt mal ein ordentliches Honiglager, ne? Aber ich bin ja noch skeptisch. Es lag auch mit daran, dass wir verbrauchen natürlich weniger, na, wobei, lass erstmal abwarten, wenn die alle eingezogen sind. Vor allem haben die ja Pfeifen nur als Luxus. Wir werden halt auch noch mehr Pfeifen brauchen, safe. Das wird alles nicht schön. Aber wir produzieren prinzipiell mehr Pfeifen, als wir verbrauchen. Das heißt, wir haben ein bisschen Honigüberschuss. Nicht genug, glaube ich, aber... Ja, oh gosh. Okay, das war eine spontane Sache. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf 700 Kaufleute hoch und die sind alle glücklich von ihren Gebäuden her. Ich hoffe, das Badehaus wird nicht total scheiße zu bauen. Haben wir hier eigentlich Seife? Oh ja. Stoff auch, okay. Okay. Dafür würde ich jetzt ganz gerne Einstellungen Vorschau aller Reichweiten mal ausmachen. Ah, das bietet auch Wasser, ne? Das ist halt schon auch ungünstig. Was ist denn das für ein Kack? Warum ist denn das nicht einen breiter? Ich meine, das... Die Zisterne ist halt riesig. Ungeil. Könnte ich den Laden aufwerten? Du wärst an einem Rathaus dran. Und an der Schule und an einem Medikus. Und Spaß hast du auch. Okay, dann lass uns doch den Laden noch aufwerten. Und dann lass uns das Ding wegreißen. Easy. Müssen wir nur warten, bis die wieder voll angezogen sind. Theoretisch musst du ja nur einmal auf 700 kommen, um das freizuschalten, ne? Um die ganzen Gebäude freizuschalten und kannst dann ja auch wieder auf, keine Ahnung, 100 runtergehen. Theoretisch. Also wir müssen halt einfach keine 700 Kaufleute versorgen. Es besteht gar keine Notwendigkeit dazu. Es bringt eine Menge Gold. Aber theoretisch müssen wir das nicht. Just saying. Just saying. Weil hier das Aufwerten hängt nur an dem Luxusfaktor. An nichts anderem. Okay, wir brauchen eine Blumeninsel für Parfüm. Wir brauchen eine Insel für Pasteten. Und Gold kriegen wir hier nicht her, ne? Nein. Wir brauchen hier noch eine Goldinsel. Boah, wir brauchen hier einfach drei weitere Inseln. Oh Gott. Irgendwie hatte ich in meinem Kopf so den Punkt, dass wir vielleicht bald irgendwann fertig sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber es... Also,
wird halt nicht passieren. Wir werden halt noch ein bisschen brauchen. Aber eigentlich ist das ganz nice. Vielleicht mache ich hier jetzt an der Stelle erstmal einen Haken dran und lasse das erstmal wieder 24 Stunden laufen und schaue, was alles dem Bach runtergeht. Und dann habe ich auch zumindest schon so einen Tag Ruhe dazwischen gehabt und bin nicht total stressed out von meiner Arbeitswoche. Und gucke dann einfach irgendwie mal, wie es dann aussieht. Und habe dann wahrscheinlich auch mehr Bock. That's fine. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.